Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Part Nummer 13, 14 und 15 ist falsch, weil es ist nämlich 12, 13 und 14. So rum. Na, nicht so rum. 13, 14, 15. So, es sind immer drei Parts, also ist eigentlich logisch, dass es 13, 14, 15 ist. Na ja. Ich lade schon mal das Spiel. Bin schon drin. Ich glaube, wir müssen hier weiter und schauen, ob die Aufnahme läuft. Passt. Und dann gehen wir weiter. Ich hoffe, ich kenne mein Haus. Ja, sehr interessant. Richtig, da bin ich auch schon. Ah, das kann ich nicht gemeint. Ha. Welcher Ort? Hallo? Wem gehört der Ort? Hallo? Wer war das? Dollar will ich haben. Das ist eigentlich ein Samparinnen-Typen und untersuchen. Hallo, wie kann ich haben? Genau. Objekt ist tot und brennt. Was ist, wenn ich den nochmal mache? Zu wenig Punkte, kein Foto geschossen. Ah, deshalb, okay. Kein Foto geschossen. Das heißt, ich habe auch keinen Film verbraucht. Das hoffe ich zumindest. So. Gut, ja, die Pistole nehme ich einfach mal von dir, obwohl es. Wo bin ich? Der Bolding gehen oder so? Hi! Nö. War gar nicht da. So, wer kommt, haben die gemeint. Ich gehe einfach mal da lang. Ich wollte eigentlich da drüben das. Ich habe jetzt genug Bestandteile unterwegs. Also ich suche jetzt nach einer UU-Invent-Station. Okay, verstehe. Das ist dran so lustig. Da ist eine UU-Invent-Station. Also. Genau richtig. So, da kann ich jetzt ein Objekt anfertigen. Wahrscheinlich brauche ich jetzt mehr Teile. Oder wie schaut's aus? Ach so, da kann ich nur ganz normale Sachen herstellen. Ach so, ja gut, dann hacke ich den einfach mal und schaue. Konstruieren benötigt weniger Komponenten. Ist natürlich logisch. Eigentlich nicht, aber egal. Wo muss ich ihn überhaupt? Da. Also am besten so, damit wir gleich dadurch müssen. Wenn alles nichts bringt, dann gehen wir halt eben da drüber. Aber das gibt es ja auch nicht irgendwie. Dann machen wir es doch so. Genau, mal da drüber und nochmal nach oben. Und machen es einfach so. Naja, chillen wir mal ganz kurz. So, jetzt kann ich auf jeden Fall mehr Sachen bauen. Panzerbrechend 2. Das heißt 2. Habe ich gerade oder wie schaut's aus? Oder 2 kann ich machen. Ganz hier mal so wie panzerbrechende Munition ist natürlich gut. Die stelle ich einmal her. Ja genau. Basic Inventor. Ich bekomme als Errungenschaft. Das ist natürlich supi. Und so, Projektile sind ganz besonders effizient gegen metallene oder gepanzerte Silbergeschütze, Sicherheitsbots oder Big Daddies. Das ist gut. Big Daddies, da sehe ich nämlich einen. Achso, da oben steht, was ich benötige und da unten steht, was ich habe. Aha, okay, ja gut. Gut, dass ich da auch mal drauf komme. So. Panzerbrechen damit 40. Da vorne ist ein Big Daddy. Vielleicht kann ich den hier umbringen. Sisters brauche ich sowieso noch. Jetzt wechseln wir doch nochmal ganz kurz. Achso. Nee, das will ich gar nicht. Ich will eigentlich zur Pistole wechseln. Ich habe fast keine Pistolenkugeln, fällt mir auf. Ich treffe das Ding ja sowieso nicht. Warum auch immer. Jetzt hat es funktioniert. So, da kann ich unten durch auf jeden Fall. Eine Pistolenkugel für mich. Das ist echt supi. Gibt es noch irgendwas rum? Nee. Ich geh einfach mal rum. Keine Ahnung, wo ich hinkomme. Und warum überhaupt? Da geht's auf einmal ab, da oben. Ich hol mir hier Panzerbrechen. Für die Pistole habe ich auch noch. So. Wir sind die Mine jetzt, keine Ahnung, egal. So. Ich kann auch auf der anderen Seite nach oben. Hoffe ich, dass du mich jetzt dabei nicht abballert? Nee. Ich stecke nirgends fest. Chill. So. Na, wieso? Jetzt hat Angst vor mir wahrscheinlich. So, jetzt wechsle ich mal schnell zum MG. Schnell zu den panzerbrechenden Munition.
Scheiße. Jetzt sieht er extrem. Okay, da bin ich getroffen. Also nachladen kann ich ja logischerweise nicht. So, dann nehme ich jetzt lieber die normale MG-Munition. Wir sterben einfach. Na, endlich. So. Schaust in die falsche Richtung. So, was hat man dabei? Geld. Geld ist natürlich auch nicht schlecht. So. Ja, bitte. Das wäre nett. Ihr daher, oder? Ah. Hä? Achso. Okay. Hä? Wie jetzt? Okay. Ja, keine Ahnung. Ah, okay. Okay, super, ein Geschenk. Was haben wir denn schon? Dann natürlich mal wieder Safecracker und ionischen Schrot. Safecracker ist eines der beliebtesten Produkte von Hexmar. Natürlich, dass ihr Zugang zu Orten verschafft, an denen die ich. Und denen die, die ich nicht haben wollen. Die, okay, ja, die sind immer bekannt. Werden sie zum Meister aller Stationen. Zack, ja, so verringert es den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Safes und Kombo-Schlössern. Kombo-Schlössern, alles klar. Hacker-Fokus. Verringert Schwierigkeitsgrad. Nee. Zeit für die Haie, süßer Engel. Richtig. So, gib einem Gatherers Garten Adam für neue Kräfte aus. Ja, machen wir doch gleich. Ein neuer Plasmid-Slot ist natürlich nicht schlecht. Kryptoniker Slots sind alles nicht schlecht, dass wir da neue Slots bekommen. Ich glaube, das sollte ich ja am Anfang machen, aber Gesundheitsupgrade wäre auch nicht schlecht. Wenn nicht sogar besser. Also nehme ich erstmal die Gesundheitsupgrade, das Eve-Upgrade. Und dann erst neue Sachen. So, was braucht man da am ehesten? Plus Meat Slot, Gepatonika. So, was. Achso, da kann ich was einsetzen. So, Telekinese war ja jetzt okay. Ja, halbwegs okay. Für die Big Daddy ist eigentlich nicht schlecht, damit ich das, die Granate da zurückwerfen kann. Warum haben wir gerade keine Musik? Egal. Und er hat halt nur meine wunderbare Stimme. Er zeigt einen Köder, der Angriffe von dir weglockt. Genau, so war das. Nö, ich nehme abfackeln. Naja, können wir schon. So. Und Körpertonik, das sind natürlich dann am zweitbesten natürlich. Was haben wir da? So, jedes Mal, wenn ich etwas hacke, halte ich ein wenig Gesundheit und Eve. Das ist gut. Das nehmen wir. Brauchen wir von denen irgendwas? Eve-Saver, Plasmide verbrauchen weniger Eve. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann brauchen wir das Eve-Upgrade eigentlich eher weniger. Verringert Preise, Verkaufsautomaten, verringert die Preise, verringert Preise. Ja, okay. Kaufen sollte man jetzt hier, dann war's kein Portemonnaie. Nee, ist voll. So, Gesundheitsupgrade, bla bla bla. So, da können wir natürlich so eins auswählen. Ganz easy. Am besten eher Security Bullseye, das ist das, genau. Natürlich Big Daddy, ja, das hätte jetzt nicht so viel gebracht. So, ja, kaufen würde ich hier gern was, aber wow. Dazu bräuchte ich mal einen Automaten gescheiden. Schon Metro, da muss ich hier hin, glaube ich. Genau, von da unten komme ich. Da Big Daddy die Mine hinlegt. Die ich jetzt super treffe, so. Unten war aber nichts mehr, soweit ich das gesehen habe. Den Big Daddy haben wir schon. Ich weiß nicht, was weitergeht. Dort. Okay. Und was ist dann da drin? Das ist auf jeden Fall die Wasserfallgrotte. Das ist hinter der Wand. Okay. Ja, supi, Wärmesuchen. Ein Granatwerfer. Danke, dass du mich so schön begrüßt. New Invent, können wir schon wieder das anfertigen, also ein Autohacker. Nope. Hacken durch den jetzt nicht, weil da draußen war auch einer, hoppla. Ist der Typ überhaupt? Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig und wir müssen es auch sein.
Ja, da haben wir noch eine Gembank. Das ist interessant. Da unten können wir auch gehen. Das wäre der gleiche Weg. Wir müssen aber irgendwie zurück. Steht da. Wahrscheinlich, weil wir wieder rauf müssen. Was war das? Achso. Und jetzt? Wo ist er jetzt? Da will ich auch noch eine Mine rum. Ich hoffe, die explodiert jetzt nicht. Nein. So, ja gut. Dann werde ich mich sowieso jetzt mal. Wir müssen auf jeden Fall zurück. Das heißt, ich kann jetzt erstmal hier durchgehen. Und hier haben wir einfach nur eine Lagerkiste, da hätte ich am Anfang durchgehen können eigentlich, aber naja. Toll. Gut, aber jetzt kommen wir hier wieder rauf. Und dann geht's auch schon normal weiter. So, also hier können wir auch nichts bauen. Okay, dann halt nicht. Solange kein Big Daddy dazwischen kommt, ist mir das eigentlich auch recht. Lidia's besser, bla bla bla. Die anderen können wir eigentlich auch noch fotografieren, weil sie sind tot. Den Big Daddy sollte man mal fotografieren, wenn er nicht tot ist, ich weiß. Aber lass mal kurz anfangen. Foto machen, bitte. Wenn wir mal anfangen, ist es natürlich... So, da machen wir mal mehr Schaden. Genau, weil der erste Balken immer off gefüllt wird, sowieso. Gut, dann haben wir schon mal erhöhten Schaden gegen den, das ist gut. Hier können wir nur Gen-Upgrades ändern auf der anderen Seite da. Warum sehe ich dich nicht? Ist da jetzt jemand oder nicht? Vielleicht so reden, wenn da niemand ist. Da unten ist einer. Nein, ja, wir haben die Person. Ja, weiß ich nicht. Mist. Nö, nö. Was? Keine Muni mehr. Erst. Keine panzerbrechende mehr, warum auch immer ich noch die panzerbrechende Muni ausgewählt habe. Kommst du jetzt daher oder gehst du hin? Was war das? Warum? Ja, chill. Vielleicht treffe doch. Also. Ah! Was? Was? Hä? Okay, da gehe ich nicht rein. Da gehe ich nicht rein. Warum sage ich das? Egal. Ja, da gehe ich nicht rein. So. Rolling Hills ist gleich da drüben. Und auch die Anlegestelle der Taunkugel. Dann geht's direkt weiter zu Ryan. Zum Glück sehe ich einfach gar nichts. Ja, dann sterbe ich jetzt mal, okay. Ja, mal nicht schlecht, ne? Das ist natürlich... Sollte ich mal wieder probieren, sterben. Mit meiner Lieblingsbeschäftigung, wo ist denn die Kackkamera, wo er immer mich gesehen hat, wie ich da drüben war, keine Ahnung. Ich glaube, das ist eigentlich gerade ziemlich doof, wenn ich das mache, oder? Kann ich eigentlich ja hoffen. Ja. Das ist der nächste. Okay. Ja, ne, ne. Alarm ist eh schon raus. Chill. So das Ding überhaupt. So. Ja, das heißt es bald. Was machst du da hier unten? Ist das was aus der Lagerkiste klauen? Zum Beispiel Stickstoffgranaten. Finde ich gar nicht gut. So, dabei haben wir überlebt. Der Wandskasten bekommen wir hier. Hier können wir gleich mal wieder was kaufen. Wahnsinn. Dass sowas überhaupt noch möglich ist.
Lalalala. So. Funktioniert alles ganz toll bis jetzt. Bin richtig gut. Habt ihr da gesehen schon? Aber das Hacken habe ich zum Glück noch nicht verlernt. So. Wir haben $500, darum, okay. Ja, dann her damit. Brauche ich eh. Wann soll ich war ich auch. 45. So. Dann. Film. 12 kostet der. Ja, okay, wieso nicht? Napalm habe ich auch. Wo habe ich denn her? Von Chemowerfer. Chemowerfer, okay. Habe ich den Chemowerfer schon? Egal. Wenn ich hier so viel Kohle jetzt habe, dann kann ich mal ein bisschen Panzer berechnen, was eigentlich ziemlich wenig ist, also das ist das doch so. Finde ich auch witzig. So, haben wir sonst noch irgendwas für mich? Ich gehe hier sowieso falsch. Problem ist, ich weiß nicht, was ich das... Ob wir hier nachher noch vorbeikommen oder nicht. Hi. Ist doch nicht der von vorhin. Ich wusste ja, ich hab da was gesehen. So, da ist ein Verbandskasten, was ich denn dann brauch. Mich der Typ nervt. Wie ist das denn überhaupt? Sonst noch was Nützliches für mich aus der Verbandskasten, ein bisschen MG-Patronen. Ja, okay, dann geht wieder. Der Verbandskasten ist da drin, falls ich einen brauche, okay. Falls ich mir das merke, du mein Sohn. Ja, ziemlich viel Feuerzeugs bei sich. Ja, das würde ich aber auch gern. Aber ich bin auch noch nicht lang hier. Also ich habe Zeit damit auf jeden Fall. Ich muss nicht unbedingt schon das Spiel durchgespielt haben. So. Nudini Doofkopfsblässe haben wir jetzt auch weg. Kann man da was raus? Nee. Sehen wir da irgendwas Interessantes? Nee. So, wie kommen wir bei dem einen Dings weiter, wo wir... Ich habe ein bisschen Panzerbrechen gekauft. So, ich probiere das hier nochmal. Trifft mich auch nicht. Das ist ganz gut. Das andere Ding. So. Und das Ding erstmal los. Da ist ein Big Daddy hinten. Ich freue mich. Das Ding ist auf der anderen Seite. Aha. Super. Ich habe beim ersten Mal getroffen. Das haben wir auch schnell getroffen. Perfekt. Nein, dann stirb halt. Nein, geh mal nicht am Sack. Wo ist das Heck-Dingsbums? Da gab es irgendwo immer so Zeugs, wo man dann... Aber egal. Finde ich jetzt wahrscheinlich hier wieder nicht. Hoppla, konnte sie nicht. Dann verbringen wir hier mal wieder ein paar Minuten. Oder eine zumindest. Sind die alle von da oben kommen? Egal. Solange alle vom gleichen Fleck kommen. Ist eigentlich praktisch.
Wir haben jetzt aber ein paar MG-Patronen, aber jetzt auch nicht wirklich viel. Für jeden Ding so 5 ungefähr. So, den lassen wir. Treffen wir uns eh nicht mehr. Tschö. So, Kamera haben wir zerstört, wenigstens. Defekte Verkaufsautomat haben wir hier noch. 3 Filme, da haben wir zum Beispiel was drinnen und 2 Splittergranaten, die wir schon voll sind. Können wir dann bei den Big Daddies mal wieder verbrauchen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Chips. Schon wieder so ein komischer Zaubertyp da, oder was? Bin noch geduckt? Ne. Schaut das aus, okay? Der ist noch immer da, oder wo ist der? Nö, okay, dann ist mir egal, dann gehe ich jetzt einfach mal da runter. So, so. Jetzt höre ich ihn wieder, egal, so war hier noch was im Weg. Kontaktminen. Okay, dann weiß ich nicht, wo er ist. wahrscheinlich hier vorbeikommen noch. So, MG-Patronen, perfekt. So viel Zeugs. Freien Marktes und glaub ja nicht, ich bestrafe unsere Bürger dafür, dass sie ein bisschen Einsatz zeigen. Wenn dir nicht gefällt, was Fontaine macht, dann schlage ich vor, du machst dir mal Gedanken, wie man ein besseres Produkt anbieten kann. Du bist ein Flammenwerfer geschützt. Ich wollte doch einfach nur eine Handtasche. Das ist meine wahrscheinlich. Gimbank, bla bla bla, brauchen wir eigentlich nicht. Da unten ist das Ding, okay. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, ja, ich weiß von der Abriegelung der Stadt, das ist lächerlich. Gib mir nur eine Minute. Die ersten Lazarus-Tests waren sehr vielversprechend. Wenn diese Gallica-Rosen blühen, sind wir im Geschäft, Herrgott nochmal. Hey! Oh ja, gut, ich verschwinde. Aber irgendjemand muss nochmal zurückkommen und nach diesen Proben sehen. Sie sind extrem wichtig.